Die Regionalliga West hatte in ihrer Vergangenheit so einiges zu bieten. Zwar ist das Fußballniveau nicht immer erste Sahne, jedoch lassen sich die Szenen schon sehen. Mit Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen, Wuppertal, Hürdingen, Mannheim, Oberhausen oder Münster gibt es so einige Haufen, die ihr Unwesen im unterklassigen Fußballgeschäft treiben. So sollte es in der Saison 2017-2018 zwischen Aachen und Wuppertal gleich mehrmals interessant werden. Das Spiel in der Hinrunde verlief größtenteils ereignisarm. So warteten rund 100 sportlich motivierte Aachener in der eigenen Innenstadt am Abend davor auf den Gegner, ohne dass sich dieser letztendlich blicken ließ. Das Spiel verlief sporttechnisch ereignislos. Wuppertal zündete zu Beginn der zweiten Hälfte reichlich Rauch und fiel mit der Scheiß-Sport-1-Fahne, welche das gesamte Spiel am Zaun hing, gut auf. Zum Rückspiel wurden dann die Köpfe der Schwarz-Gelben zusammengesteckt, um dem Gegner dieses Mal zuvorzukommen. Bereits Tage zuvor fuhren und liefen mehrere Szenepersonen aus Aachen sämtliche Strecken zum Stadion in Wuppertal ab und tüftelten aus, wie man denn am besten zum Heimblock gelangen würde. Kurz vor dem Spieltag kündigten die Ultras Wuppertal dann ohne Vorwissen einen Marsch zum eigenen Stadion aus der Innenstadt an, was dem gierigen Auswärtshaufen natürlich weniger gefallen. Trotzdem entschied man sich von Aachener Seite für den frühzeitigen Überraschungsbesuch am Spieltag. Und so griff man zu aller Sicherheit auf der Anreise nochmal zum Telefon. Hallo Wuppertal, wir wären dann gleich da. Als die Info am Morgen durchsickerte, machten sich sofort rund 60 Szenepersonen der Heimfans zum Stadion, um die Aachener mit Kaffee und Kuchen empfangen zu können. Jedoch war mal wieder die dritte Partei im Bunde die schnellere, und so wurde der schwarz-gelbe Haufen unmittelbar am Stadion gekesselt und zu einer nahen Kneipe eskortiert. Zitat Aachen: Rückblickend muss man sagen, dass der an dem Tag durchaus gut gelandete Punkt gegenüber dem Heimhaufen von uns durch die Internetgeilheit des klassischen Aachener Prollposers viel zu sehr aufgebauscht wurde. Das muss in Zukunft ganz klar anders laufen. Zitat Wuppertal: Aachen hatte sicherlich von unserem Plan, einen Marsch zu veranstalten, gehört. Trotzdem respektabel, mit einer dreistelligen Anzahl an Leuten undercover an ein fremdes Stadion zu kommen, das muss man ihnen wirklich lassen. Im Stadion passierte an diesem Tag groß nichts weiter. Willst du mehr solcher Videos sehen, dann abonniere doch einfach diesen Kanal.